Hoho, haha! Herzlich willkommen bei meinem Podcast Die Kraft des Lachens. Infos, Geschichten und heitere Übungen zur Bewusstseinserweiterung und Bewusstseinserheiterung. Jeden ersten Mittwoch im Monat eine neue Folge. Lach-Yoga ist eine weltweite Bewegung. Über Lachen, welches rund um die Welt geht, unterhalte ich mich heute mit meinem wunderbaren Lachkollegen Willi Hagemann. Lieber Willi, ich freue mich sehr, dich in meinem Podcast Die Kraft des Lachens begrüßen zu können. Stell dich doch erst einmal vor. Ja, hallo Silvia, sei gegrüßt. Mein Name ist Willi Hagemann. Ich wohne mit meiner Ehefrau in Essen seit vielen, vielen Jahren. Und seit circa 6 Jahren bin ich Rentner. Ich habe vorher in meinem Berufsleben als Maschinenbauingenieur gearbeitet und bin durch die Welt gereist und habe technische Produkte und Güter verkauft. Da waren einige Auslandsaufenthalte, zum Beispiel längere Zeit in Spanien, dann in Singapur und in Brasilien. Ja, seit 2014 bin ich nun Rentner und versuche, eine Struktur in mein Leben reinzubringen. Das gelang mir relativ schnell mit Lach-Yoga. Da habe ich große Freude dran. Seit circa 3 Jahren führe ich einen Lachclub, montags von 6:30 bis 7:30. Und parallel dazu habe ich sehr viel Freude, als Amateurschauspieler im Seniorentheater in Düsseldorf mit auf der Bühne stehen zu können. Wie bist du denn eigentlich zum Lach-Yoga gekommen? Ja, wie bin ich zum Lach-Yoga gekommen? Und zwar war das so, in 2014, ja, da bekam ich von meiner Frau einen Zeitungsartikel, da stand drin, im Juli irgendwie sowas, ist Lachen im Grugerpark. Das ist ein öffentlicher Park hier in der Nähe, also gehe ich dahin. Ich weiß es noch wie heute, es war an einem Montagabend, wir standen in dem Park, in der Nähe eines Cafés, im Kreis, 3 Männer, 21 Frauen, das war doch schon mal ein Lacher. Und da ging es los und dann lachten wir und lachten. Und ich denke mal so, innerhalb von einer Viertelstunde war ich vom Lachvirus infiziert. Ich habe mich gebogen vor Lachen. Die hatten eine Freude. Einfach super. Da treffen sich meist unbekannte Menschen, stehen im Park, im Kreis, schauen sich an und lachen, was das Zeug hält. Tolle Sache. Da hat dich deine Frau darauf hingewiesen. Das finde ich ja auch nett. Die große Sorge haben, Mensch, jetzt ist der Kerl die ganze Zeit immer zu Hause. Wenn er vorher war ich fast 40 Jahre lang immer viel unterwegs. Ja, ja. Und der Schnittfrau hat mich darauf hingeführt. Ja, und da kam ich dann wieder und hatte da wirklich zum ersten Mal einen Kontakt zum Lach-Yoga und habe dann abends sofort im Internet nachgesucht, Lach-Yoga. Ich kam dann auf die Internetseite von Gabriela und die bot dann im Oktober einen Lach-Yoga-Trainingskurs an. Mhm. Ja, und dann habe ich sie so angerufen, da waren wir damals noch per Sie und dann kam die Frage, ja, wie lange machen Sie das denn? Ja, ich habe gestern Abend dann 1 Stunde gemacht. Ganz spontan. Du hast es gut aufgegriffen, du hast es genutzt für deinen Lebenswandel. Das ist ja auch was Lach-Yoga sehr, sehr gut macht, dass es uns unterstützt bei Veränderungen, Perspektivenwechsel, neu schauen zu können, sich neu ausrichten zu können, ist doch großartig. Ja, richtig, das stimmt also wirklich, Silvia. Und dann sagte mir Gabriela den allerwichtigsten Satz, sagt sie, betrachten Sie dieses Lach-Yoga, dieses Training als Einstieg in Ihr neues Leben, ins Rentnerdasein. Ja, hat sie schön gesagt. Heute noch dankbar dafür. Ja, Lach-Yoga als Hilfe beim Wandel in andere Phasen. Ja, das Lach-Yoga hat ja dieses Jahr 25-jähriges Jubiläum. Magst du gerade mal was zum Lach-Yoga überhaupt sagen, wo es herkommt und so weiter?
Ja, zunächst mal Lach-Yoga, kommt aus Indien, wurde von Madame Gattari, ein indischer Arzt, vor 25 Jahren in Bombay ins Leben gerufen. Und zwar standen die 4 oder 5 Männer, standen im Park und haben sich gegenseitig erstmal Witze erzählt. So, und lachen, und da haben sie gemerkt, Mensch, klasse, super, Lachen ist gesund, wir sind gut drauf. Ich denke mal, nach ein paar Tagen wussten die keine Witze mehr. Und damals gab es ja noch kein Internet, ne? Witze.de, also wo du nachlesen konntest. Dann entstand die Idee, weißt du was, wir tun einfach mal so als ob. Und dann waren pantomimische Übungen, die dann gemacht wurden. Und hinzu kam die Frau von Madame Madhuri Kataria, die ist Yogalehrerin, und die hatte die Atemübung aus dem Pranayama mit eingeführt. Um Lach-Yoga zu erklären, ist ganz einfach. Normalerweise lachen wir natürlich, müssen wir einen Grund haben. Es muss ein Witz erzählt werden, eine lustige Geschichte. Und bei uns ist es halt eben nicht so. Wir haben die Möglichkeit, durch kindliche, pantomimische Übung Leute zum Lachen anzuregen. Und die einzige Bedingung, die wir dabei haben, wenn wir uns treffen und sind neue Leute da, dass sie sich darauf einlassen und ganz einfach diese Übung mal akzeptieren und beginnen mit dem Lachen. Genau, das ist ganz wichtig, die Bereitschaft. Man kann niemanden zu etwas zwingen, vor allen Dingen auch nicht zum Lachen. Ja, das einmal. Und dann meist ist es ja dann hinterher, die merken ja auch selber, dass ihnen das gut tut. Genau. Weil, wenn sie lachen, dann werden Endorphine ausgestoßen, ein Glückshormon-Cocktail. Bei dem einen geht es relativ schnell, bei dem anderen, ja, da wird es ein bisschen dauern. Ne? Vielleicht nach einem oder zweimaligem Lachen geht es dann ein bisschen leichter. Genau. Ja, du hast schon gesagt, wir brauchen keinen Grund. Dieses Lachen ohne Grund, grundlos Lachen, das ist für mich das, was Lach-Yoga so besonders macht, wo es sich von anderen Sachen so unterscheidet, dass wir einfach, wenn wir unsere Stimmung verändern wollen, wenn wir Spaß haben wollen, einfach loslachen. Das ist doch fantastisch. Ah, lieber Willi, ich würde dich gerne und auch die Hörer und Hörerinnen zu einer Lach-Yoga-Übung einladen. Und zwar zum 25-jährigen Jubiläum von Lach-Yoga und zur Freude darüber, dass es das Lach-Yoga gibt und uns in so vielen Situationen so gut unterstützt, möchte ich gerne die Lach-Rakete machen. Oh ja, wunderbar. Du kennst sie, ja, ne? Aber ich leite sie nochmal für alle an, damit alle wissen, wie es geht, damit jeder mitmachen kann. Und zwar stampfen wir erstmal auf die Erde. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Dann beugen, warte mal, ich sag's erstmal. Dann beugen wir uns vor, drehen mit den Armen, also wir sind mit dem Kopf fast auf der Erde, drehen mit den Unterarmen umeinander herum, als würden wir uns hochschrauben. Oh, dann sind wir wieder aufgerichtet. Dann den Handteller, die Innenfläche der Hand, vor dem Gesicht kreisen lassen. Ah, und dann schwingen wir die Arme nach oben, hüpfen hoch und ah, geht die Rakete in die Luft. Okay, diese Abfolge lade ich euch alle dazu ein, jetzt mal mitzumachen. Es geht mit dem Stampfen los. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho. Willi, bist du auch dabei? Ha, ho, 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 ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ja, dann nach vorne beuge, nach unten die Arme kreisen lassen und dabei hochkommen. Ah, Hand, genau, Hand in den Teller vom Gesicht. Ah, und dann hochhüpfen. Ah, und die Arme nach oben werfen. Ah, damit die Rakete auch herrliche Funken sprüht. Ach, super. Toll. Diese Rakete kann man zu Silvester, zum Geburtstag, zum Jubiläum immer wieder ausführen. Eine wunderbare Sache. Das ist wunderbar. Und vor allen Dingen, mir gefällt die besonders gut zum Karneval. Genau. Da geht das auch. Wir haben das Jubiläum eben angesprochen vom Lach-Yoga. Und es gibt einen besonderen Tag im Jahr, nämlich den ersten Sonntag im Mai. Das ist immer der Weltlachtag. Da geht das Lachen um 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit um die Welt, so wie Mitternacht Silvester, also immer wieder in dem nächsten Land, wird gelacht 1 bis 3 Minuten für den Weltfrieden. Dieses Jahr war das alles ein bisschen schwieriger mit dem Lachen, weil wir ja nicht raus konnten, uns in Gruppen treffen. Aber das Zauberwort heißt dieses Jahr Zoom. Willi, erklär uns doch bitte, was es damit auf sich hat.
vorstellen. Ja, also Zoom ist eine App, die man runterladen kann. Relativ einfach. Ich sogar als Digital Immigrant, konnte das relativ schnell runterladen, installieren. Wenn man es öffnet, hat man die Möglichkeit, mit Video sich einzuschalten und in einer Gruppe mit gemeinsamen Leuten zu lachen. Und dieses Zoom or later, ein ideales Portal, um gerade in den Zeiten der Corona-Krise mit Leuten gemeinsam zu lachen. Wir haben ja nicht die Möglichkeit, dass wir uns treffen können. Und das kann ich übers Internet, über Online-Lachen hervorragend machen. Soweit ich weiß, ist das mittlerweile auf allen Kontinenten gibt es die Möglichkeit, dass sich Lach-Yogis treffen, also virtuelle Treffen auf Zoom und gemeinsam lachen zu bestimmten Zeiten. Ich habe jetzt das Glück gehabt, von Spanien zu hören. Javier, der Mastertrainer dort, hat ihm seine Zugangsmöglichkeit geöffnet, dass man in Spanien und in gesamt Lateinamerika mit den Leuten lachen. Ja, ist ja super. Also, wenn man diesen Link öffnet, dann hat man zum Beispiel 6 Landesflaggen. Du drückst einmal auf die spanische drauf. Da steht zum Beispiel, was ich gemacht habe, 12 Uhr Valencia. Klickst du an und kannst mit den Leuten lachen. Du triffst auf einmal, ja, du triffst fremde Menschen, wir schauen uns an und lachen. Ja, das Lachen geht um die Welt. Das finde ich also ganz toll. Und gestern Abend war ich in Brasilien, in Sao Paulo. Ja, ist klar, ich meine, die Südamerikaner lachen anders als wir. Ist so erfrischend, es macht einfach Spaß. Und wenn da mal wirklich die Decke auf den Kopf fallen sollte, kann man das sehr gut mit diesem Portal verhindern. Ja, und das ist eine super Möglichkeit, gerade in so speziellen Zeiten, aber auch grundsätzlich diese Verbindung herzustellen und zu halten. Das zeigt ja wieder, das Lachen geht um die Welt. Ja, das Lachen findet immer irgendeinen Weg. Ja, es findet einen Weg. Und was mir dann auch wieder auffällt, zum gemeinsamen Lachen brauche ich keine Sprache. Ja, genau. Meistens ist das 10 Minuten oder eine Viertelstunde. Wir lachen, lachen, lachen. Ich könnte genauso gut mit Asiaten morgens lachen. Das ist jetzt nicht so mein Biorhythmus, um 7 Uhr da anzufangen. Aber du kannst mit der ganzen Welt, du kannst auch auf Ländern dich einklicken und mit den Menschen lachen. Das ist eine ganz tolle Sache. Das haben wir ja auch auf der First Global Laughter Conference in Frankfurt erlebt, wo wirklich aus allen Ländern, Kontinenten die Menschen gekommen sind, um gemeinsam zu lachen, ihr unterschiedliches Lachen zu präsentieren, was sie mit Lach-Yoga alles auch machen. Und ja, zu sehen, Lachen ist Weltsprache und das Lachen und die Gestik, die Mimik, die verstehen wir auch so. Richtig, genau. Und interessanterweise ist das eine internationale Sprache. Ich wüsste nicht, fällt jetzt im Moment nichts ein, wo das Lachen despektierlich wirkt. Nicht das Auslachen, kein ich meine das genau. Das Lachen. Das ist nochmal wichtig, dass du das mit dem Auslachen ansprichst. Beim Lach-Yoga geht es immer um das verbindende Lachen, nicht um das Trennende. Lachen verbindet, wenn wir es achtsam und freundlich einsetzen. Darum geht es uns beim Lach-Yoga, um die Verbindung. Ja. Da möchte ich auch gleich ein Ritual mit dir machen, was zum Lach-Yoga dazugehört. Und gerade jetzt nochmal ganz besonders, wir wünschen allen Menschen der Welt Gesundheit, Glück und Frieden, dieses Ritual. Das geht so, dass wir sagen, ich wünsche allen Menschen der Welt Glück. Und dann hüpfen wir vor Freude hoch, werfen die Arme hoch und lachen. Dann der Wunsch zur Gesundheit, wieder die Arme hochwerfen, hochhüpfen und lachen. Und jetzt mit dem Frieden auch. Machen wir das gerade mal zusammen und laden alle dazu ein, die mitmachen möchten. Also, es geht los. Ich wünsche allen Menschen der Welt Glück. Ich wünsche allen Menschen der Welt Gesundheit. Und nochmal Arme hoch und hochhüpfen für Frieden. Ich wünsche allen Menschen der Welt Frieden. Ja, das ist ein Ritual, was zum Lach-Yoga dazugehört. Und mir wird immer mehr klar, wie wichtig es ist, dass wir das ganz selbstverständlich immer wieder da einbinden, weil das so wichtig ist. Willi, du warst zum 20. Geburtstag von Lach-Yoga in Bangalore. Wie war das denn? Ja, also, wir waren 10 Tage in Bangalore
wo Mama und Maduri jetzt seit Jahren wohnen. Es kamen ungefähr 36 Teilnehmer aus der ganzen Welt. Wir waren 10 Tage in einem wunderbaren Yoga-Zentrum, umgeben von Palmen und tropischen Pflanzen. Und wir hatten, ich glaube, es waren 17 oder 18 unterschiedliche Nationalitäten. Also wir hatten die Mini-Welt. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben Lachübungen gemacht, es gab Vorträge. Dann haben wir gemeinsam gesungen und getanzt. Und beim Singen ist es ja so, du musst ja irgendeinen Text haben. Bei dieser Nationalvielfalt, gut, man hätte sich jetzt auf einen englischen Text einigen können. Den haben wir auch manchmal gesungen. Aber, und das war für mich also eine ganz neue Erfahrung, wir hatten einen hervorragenden Musiker dabei, Kula aus Portugal. Und der hat leicht musiziert, der hatte so einfache Musikinstrumente. Und dann haben wir Vokale aneinandergereiht, gemischt mit Tierlauten. Künstliche Worte aus dem Giberischen. Oh ja, ja, wuhu, oh ja, ja, also so spontane Sachen. Ja, super. Da war ich total von den Socken. Also normalerweise muss ja Texte haben. Ja, Lachyogis haben nichts mit normalerweise. Da ist Fantasie im Spiel. Fantastisch. Und wir haben auch gemeinsam geschwiegen. Meditation, da saßen wir und schauten alle nur in den Park rein. Also das war für mich ein Erlebnis, wie, sage ich mal, die ganze Welt trifft sich und kann gemeinsam 10 Tage gestalten, ohne dass es langweilig wurde. Also ganz. Trotz Sprachbarrieren, das ist schon genial. Ja, das einmal, ich meine, ist klar, das ist nicht dem einen oder anderen, der spricht vielleicht ein einfaches Englisch. Und aber trotzdem war er mit dabei. Also wir haben ja niemanden am Rande stehen lassen. Und durch musische Rhythmen haben wir dann auch singen können. Und da waren noch aus Indien ein Gitarrist dabei. Das waren die beiden Musiker. Und ja, dann haben wir spontan sowas gemacht. Und da möchte ich gerne noch eine Sache davon Bangalore erzählen. So, wir hatten dann, wie wir es bei Lachyogis gerne machen, einen Abend war bunter Abend. Dann sollte jede Gruppe ein Lied vortragen. Aus Deutschland waren wir, glaube ich, zu 4 oder zu 5, weiß ich nicht mehr genau. Und spontan haben wir uns dafür entschieden, das Lied Alle meine Entchen vorzutragen. Ne? Ja, super. Genau, Silvia, geht's bei uns. Vor mir sehe ich 3-4 Frauen aus Malaysia, Singapur, die lachten und hatten Spaß. So, wir setzen uns hin, da springen die 3 Frauen auf. Und dann haben die das gleiche Lied, Alle meine Händchen auf Malaysisch. Ach, klasse. Kannten die auch. Ach, herrlich. Super, super. Ja, so trifft sich das alles wieder. Herrlich. Ja, schön. Das hört sich sehr lebendig an. Wo sich auch ganz viele Kulturen getroffen haben, habe ich ja eben schon mal angesprochen bei der First Global Laughter Konferenz in Frankfurt 2018. Da hat mich besonders beeindruckt, dass so unterschiedlich Lachyoga eingesetzt wird. Also dass man darüber hinaus, wir haben ja eben schon gesagt, auch ohne Sprache verstehen, aber auch nochmal bewusst mit bestimmten Menschengruppen Kontakt aufnehmen, um das einzusetzen. Zum Beispiel in Mexiko hat ein Kollege im Gefängnis gearbeitet. Wolltest du davon einmal berichten? Ja, genau. Luis Gomez ist ein Mexikaner, der im Gefängnis mit Lebenslänglichen gelacht hat. Ich habe mir hinter dem Bericht von ihm gekauft. In Mexiko heißt das lebenslänglich. Das ist für immer. Und nicht, wie das manchmal bei uns ist, nach 20 Jahren. Also er hat erstmal regelmäßig mit denen gelacht. Und dann war ich beeindruckt von den Gesichtsausdrücken des ersten Tages und hinter, ich glaube, der 21. Tag, nach 3 Wochen. Ich meine auch, 3 Wochen, ja. Ja. Und da habe ich den angerufen, Louis, sage ich immer, hast du da ein besonderes Programm, wo du die Menschen verschönern kannst? Oder so? Ja, so eine Art Make-up, Verschönungsfilm. Nein, sagte er, das war wirklich so. Und das hat mich also enorm beeindruckt. Und mittlerweile weiß ich, in Europa gibt es ja auch Leute, die mit Gefängnis insassen lassen. Genau, in Italien, in Deutschland.
Was ich von Mexiko, wo wir gerade sprachen, noch in Erinnerung habe von Rosana, das ist eine Lehrerin, die in Mexico City in einer Schule unterrichtet. Da sind Schüler ungefähr 520, die kommen morgens an. Teilweise haben die bis zu 2 Stunden Anfahrweg in überfüllten Bussen. Und dann steht sie oder eine andere Person oben auf der Veranda und lachen mit den Kindern. Lachen 10 Minuten, 4 Stunden. Und da war das Feedback, die sagt, das ganze Lehrerkollegium möchte das weitermachen. Die sind viel entspannter. Ja, viel entspannter, denke ich, wenn die 2 Stunden erstmal gebraucht haben, um da hinzukommen und dürfen dann erstmal Spaß haben in der Gemeinschaft. Wie schön. Ist auch eine Motivation, sich auf den Weg zu machen. Ist auch eine Hilfe. Ja, das einmal und wie gesagt, die Aufnahme, die können besser dem Unterricht folgen. War also sehr interessant, um zu erfahren, wie Lach-Yoga in anderen Ländern auch eingesetzt werden kann. Ja, und in Venezuela, da hat der Kollege Christian Bartoli, oder ich weiß nicht, spricht man ihn so aus, Kinder dazu zu animieren, den Strand aufzuräumen, weil da muss es wirklich, hat ja auch den Film gezeigt, das ist sowas von vermüllt. Und der hat dadurch, dass er mit den Kindern Spaß gemacht hat, sie dazu gebracht, sich zu sammeln. Die haben ihn täglich erwartet und haben dann in der Gruppe den ganzen Müll aufgesammelt und haben damit ja den Strand wieder schön gemacht und dabei gelacht. Das fand ich auch eine ganz interessante Variante. Was mich auch noch ganz besonders beeindruckt hat, ist die Arbeit mit traumatisierten Menschen in Japan nach dem Tsunami. Da denkt man, kann man da lachen? Und das ist ja immer wieder, egal in welchen Krisenzeiten, egal zu welchen Katastrophen, wird immer in Frage gestellt, darf man da lachen? Und wir sehen immer wieder, wie notwendig das ist, wie sehr das die Menschen brauchen. Die Michi Morioka, ich weiß nicht, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, die Lachkollegin aus Japan, die hat in den Turnhallen, was wir hier immer in den Nachrichten gesehen haben, wo die Obdachlosen dann erstmal einen Platz gefunden haben, dort hat sie mit den Leuten gelacht und es tat allen so gut. Die Leute brauchen ja auch wieder eine Perspektive für eine Hoffnung, ja, dass es mal wieder weitergeht. Da hast du ja ausführlich in deinem Buch drüber geschrieben, trotz und alledem. Natürlich, klar, muss man die Trauerarbeit, das Leid durchlebt werden. Aber es darf da auch nochmal ein bisschen Hoffnung geben, dass die Sonne mal so. Genau, man sagt, da wo Lachen ist, da existiert Hoffnung und da finde ich, ist eine Menge dran. Ja. Lieber Willi, hast du eine besondere Übung aus Bangalore mitgebracht? Ja, da fällt mir eine Übung ein, die war ganz, ganz einfach und die hatten wir alle gleich sofort im Griff. Also wir sitzen aufrecht auf einem Stuhl, führen die Hand oder leicht die Faust in Brusthöhe, wo die Thymusdrüse normalerweise da ist. Manchmal klopfen wir da drauf. Aber in diesem Fall drehen wir rechts rum, als ob man der Kurbel drehen würde, und wir wecken unsere Lachzellen und wir fangen langsam an und dann geht das los, oder? Ach super, ja, dann laden wir doch nochmal alle kräftig dazu ein, ne? Auf die Mitte vom Brustbein, die Kurbel und... Ja. Sollen wir nochmal? Ja, und wenn wir so richtig lachen, dann nehmen wir die linke Hand oben auf den Kopf und drehen entgegengesetzt. Oh. Also erst anfangen. Oh. Jetzt kommt die linke Hand. Entgegengesetzt. Oh, super. Machen wir was mit den grauen Zellen. Ja, und nach Bangalore bist du nach Montenegro gefahren. Ja, richtig. Und zwar, glaube ich, 2 Jahre später. Und zwar in dem Nationalpark Dumitor. Während der Zeit 10 Tage in einer Art Jugendherberge. War wunderschön. Der größte Teil kam dort unten aus Serbien, Kroatien, aus der Gegend. Es waren auch Leute da aus anderen Teilen Europas. Und tagsüber haben wir Wanderungen unternommen. Wir sind durch den Canyon da so eine Flusswanderung gemacht. Wir sind auf die Berge gewandert, von der Natur hervorragend, diese Ruhe. Und 1800 Meter hoch gewandert und da oben auf dem Berg gelacht und gelacht. Und abends, es war kein Fernsehen da, also ganz schlechter Empfang. Und dann haben wir wieder unsere bunten Abende gemacht. Da möchte ich gerne von einer Situation berichten. Und zwar, es gibt ja auch wunderbare
Übung, wo man ohne Text schauspielen kann. Das heißt so eine Art pantomimische. Es melden sich zwei Leute, ich sage mal eine Frau, ein Mann. Dann habe ich ganz kurz eine Alltagssituation erklärt. Frau hat das Auto von dem Mann zu Schrott gefahren. Oh. Du kannst Streit oder irgendwie sowas. So. Die Frau, meine Güte, ne? Und der Kerl, boah, so ungefähr. Und dann geht es los. Anstatt zu sprechen, haben wir Zahlen gesagt. Die kann ja jeder auf seiner Muttersprache sagen. Ne? Du kannst zum Beispiel 1, Spanisch uno, dann weiß ich als Deutscher, 2, mache ich 2. So, und diese Zahlenfolge, die war wichtig, um einen Leitfaden zu haben. Das heißt, die Frau fing erst ganz zaghaft mit 1, 2. So, dann, die Zahlen waren das Vokabular. Ja, richtig. Dann haben wir gesagt, aber bei 15 soll das Happy End da sein. Haha, herrlich. Das war einmal. Und eine andere nochmal gleiche System. Sage ich, okay, Mann, Frau haben sich gemeldet. Ja, folgendes. Der Mann macht der Frau einen Heiratsantrag. Mhm. Auch ohne Worte. Einfach nur die Gestik und so weiter. Und dann waren die bereit, auf die Plätze, fertig, los. Sage ich, stopp. Aber jetzt macht die Frau dem Mann einen Heiratsantrag. Da war halt so eine spontane Reaktion. Und da kamen lustige Sachen raus. Das ist wunderbar. Du kannst mit allen Leuten spielen. Ja, guck, da ist so ein fernsehfreier Abend doch sehr vergnüglich. Eine Sache möchte ich unbedingt noch gerne von dir wissen. Du warst auf dem Jakobsweg und da hast du auch internationale Lacherfahrung sammeln dürfen. Erzähl doch bitte davon. Ja, herzlichen Dank für diese Frage. Also das ist eine wunderbare Erfahrung, die ich gesammelt habe. Auf dem Jakobsweg trifft man die gesamte Welt. Es ist möglich, viele Menschen dort mit zu begegnen. Es gibt unterschiedliche Gründe. Manche möchten für sich alleine wandern, manche wollen spirituell unterwegs sein. Und mein Wunsch war, ein Stück des Weges zu gehen, und zwar von Sarria bis nach Santiago de Compostela, dass man dort in einer Gruppe wandert. Und zwar, ich war auf der Suche mit 6 Leuten aus 6 unterschiedlichen Ländern. So, ich wollte nicht mit 5 oder 6 Deutschen laufen. Es sollte Multikulti sein. Hinzu kam mein Wunsch, mehr Generationen. Also nicht nur alle aus meiner Generation, sondern auch Jüngere. Ich hatte ungefähr ein Vierteljahr vorher 6 Leute, 4 Männer und 2 Frauen gefunden. Einer Spanierin, einer Russin, ein Inder, ein Ungar, Andrew, Kollege aus England und ich war dabei. Andrew und ich, wir waren die einzigen Lach-Yogis. Die anderen hatten mal was davon gehört. Dann hatten wir die Gruppe gefunden. Ja, mit dieser Gruppe bist du dann losmarschiert. Und was habt ihr da so erlebt? Ja, wir haben unterwegs uns unterhalten. Wir haben eine gemeinsame Sprache gefunden, das war Englisch. Man konnte auch noch andere Sprachen sprechen, kein Problem. Aber wenn wir uns in der Gruppe unterhielten, war das immer Englisch. Wir sind morgens losgewandert, haben gesungen gemeinsam miteinander. Dann habe ich mit Lach-Yoga angefangen. Und ihr könnt euch vorstellen, am Wegesrand auf einmal stehen wir da, lachen. Da kommen andere mit hinzu. Die haben auch Freude dran gehabt. Und was wir jeden späten Nachmittag gemacht haben, wenn wir in dem Ort ankamen, sind wir auf den Marktplatz gegangen, in Spanien, da gibt es ja überall diese kleinen Plätze, haben gelacht. Da kannst du dir natürlich vorstellen, wir waren zu 6 und hinterher zu zig Menschen und haben dann... Haben so viele spontan mitgemacht. Ja, und da war mir das auch wieder klar, ich muss nicht groß erklären, das geht ja gar nicht, in welcher Sprache, gut, kannst du auf Englisch ein bisschen was erklären. Aber die Leute haben spontan mitgelacht und das war ein wunderschönes Erlebnis. Also einmal gemeinsam wandern, gemeinsame Aktivitäten, jung und alt. Also ich sagte, der Jüngste, das war der Rasch, der Inder, der war 25. Dann waren die Spanierin und der Ungar, der Balit, die waren um die 30. Dann Elena aus Russland, glaube ich, 50. Ja, und Andrew und ich, wir waren die Oldies. Ne? Andrew, glaube ich, 69. Das war irgendwie so mein Traum. Das wollte ich mal machen. Ne? Also die Welt trifft sich ja eh auf dem Jakobsweg. Ja, Mensch, das ist doch toll. Auch da wieder ein Lachen geht um die Welt. Lachen verbindet über Sprachgrenzen hinaus. Ich bin begeistert. Da waren Asiaten, ich kann mich daran erinnern, sagen, where do you come from? Ah, we are from Korea. Und die drehten Videos und hin und her. Klasse.
Ja, so wie Patch Adams auch empfiehlt, man lache dreimal am Tag an Plätzen, wo man denkt, da kann man doch nicht lachen. Ihr habt einfach da auf dem Marktplatz gelacht. Großartig. Ja, jetzt sind wir in ganz vielen Ländern gewesen, rund um die Welt. Noch einmal zurück nach Deutschland. Ich wollte auch noch mal erwähnen, wann ist Lachyoga nach Deutschland gekommen? 1998, also schon 3 Jahre nach der Erfindung. Madan und Madhuri wurden in die Humorkirche eingeladen. Von Michael Berger eingeladen in seine Humorkirche nach Wiesbaden-Erbenheim oder wie Michael sagt, Witzbaden-Erbsenheim. Michael Berger kannst du in meiner Podcast-Folge 11 kennenlernen. Michael Berger, Kunst, Humor und Philosophie. Habe ich schon gehört. Hast du gehört? Super. Und 1999 eröffneten Brigitte Kottwitz und Carolin Krüger, unsere Lach-Yoga-Freundin, den ersten Lachclub in Frankfurt. Die beiden Frauen sind Lachyogis und Künstlerinnen. Ihr Künstlername ist Capri. Du wirst sie auch noch kennenlernen in meiner Podcast-Folge Lachender Kirchturm und Kunstprojekt Lachen erlaubt. Also später mehr von den beiden. Wir haben auch darüber gesprochen, dass in manchen Lebenslagen das mit dem Lachen nicht so einfach ist und trotzdem so notwendig. Und du hast ein ganz besonderes Anliegen. Dir ist ein besonderer Bereich ganz wichtig, nämlich das Kinderhospiz. Berichte doch von deiner Idee. Ja, und zwar, ich las im Herbst letzten Jahres, ein junger Mann, 36, fuhr mit dem Fahrrad von Freiburg bis nach Sylt und bat radelnd um Spenden für das Kinderhospiz. Das heißt, pro Kilometer, die er geradelt ist, warte der Spenden. Hat auf dieser Weise sehr viel Geld gesammelt. Und ich war so beeindruckt von der Idee, also habe dann Kontakt aufgenommen. Andreas Eckermann heißt er. Dann ist bei mir die Idee gewachsen, lachend durch Deutschland zu reisen, anzuhalten in Orten und um Spenden lachen. Das habe ich dann mit dem Bundesverband der Kinderhospiz besprochen. Und daraus ist eine Webseite entstanden, spendenlachen.de. Daran kann man sehen, dass ich in 23 Orten anhalte, dort die Unterstützung von unseren Kolleginnen und Kollegen bekomme und wir dort lachen wollen an wunderbaren Orten und ganz einfach darauf aufmerksam machen, dass wir für das Kinderhospiz lachen. Das ist eine tolle Idee. Und eigentlich wärst du jetzt ja schon unterwegs, ist jetzt leider vertagt worden. Und wenn man wissen möchte, wann es losgeht und wo du wann bist, kann man auf dieser Internetseite www.spendenlachen.de den aktuellen Stand vorfinden. Ist das richtig? Ja, richtig. Wir mussten es vertagen. Ich wünsche es mir, dass wir es zum Herbst machen können. Aber auf jeden Fall werde ich dranbleiben und diese Idee weiterführen. Das ist also mein nächster großer Schritt, den ich gemeinsam mit meiner Frau mache. Die begleitet mich dabei. Ja, guck, das macht ihr was lachenderweise gemeinsam. Das ist doch auch schön. Und für diese Aktion hast du ein ganz besonderes Instrument kreiert. Ja, verrat uns, was das ist. Ja, in Fachkreisen auch Kanalophon genannt. Grandioser Name. Also folgendermaßen, es ist ein Kazoo. Das ist so eine Art Blasinstrument, ein Metallröhrchen. Und oben auf dem Kopf sieht im Moment aus wie so eine kleine Pfeife. Und oben ist ein Kopf mit einer Membrane. Wenn man da reinpustet, dann kommt ein Ton raus. Zum Beispiel. So. Sehr schön. Damit es so aussieht wie ein Saxophon, habe ich aus dem Baumarkt Abflussleitungen aneinander gesteckt. Auf dem ersten Blick, wenn man das so von Weitem sieht, sieht das wirklich so also aus. Ja, und damit spiele ich und habe große Freude, dass man mit so einer herrlichen Pillepalle auch Leute zum Lachen bringen kann. Ja, und du wolltest gern ein Lied mit uns singen. Ja. Ja, und zwar, wir kennen ja alle das Lied Bruder Jakob, Bruder Jakob. In vielen Sprachen wird das ja auch gesungen. International? Ja, international. Ne, könnte man weltweit mit auftreten. Ja. Und meine Frau hat dazu einen Text geschrieben für unsere Aktion. Okay, lieber Willi, dann sing uns das doch einfach mal vor, damit wir das Lied kennenlernen. Ja, gerne. Spenden, lachen, das macht froh,
Für die Kinder lachen, für die Kinder lachen. Ha, ha, ho, ha, ha, ho. Ah, klasse. Das ist ein eingängiges Lied. Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, dann singt es doch mal mit mir noch mal mit, wenn ihr Lust habt. Spenden lachen, spenden lachen, das macht froh, für die Kinder lachen, für die Kinder lachen, ha, ha, ho, ha, ha, ho. Und jetzt kommt noch Willi mit dem Kanalophon. Ja, 1, 2, 3. Herrlich, das Kasu, das reizt ja wirklich zum Gelächter. Egal, wann du startest mit deinem Spendenlachen, Willi, ich hoffe, dass du sehr erfolgreich sein wirst und viele Gelder für das Kinderhospiz zusammenbekommen wirst. Das ist eine tolle Aktion. Finde ich klasse, dass du das machst. Danke. Ich möchte kurz erwähnen, man kann dort auch direkt online spenden an den Dachverband. Und es hatten sich schon 2 Firmen gemeldet. Wir bleiben dran. Ich wünsche mir zum Herbst, dass es klappen wird. Genau. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ja, Mensch, hör mal, jetzt haben wir so viel gesprochen. Ich habe mir extra dafür ein besonderes Wasser genommen. Und zwar ist das Wasser mit Lachgas. Und wenn ich dann trinke, weißt du, was los ist? Super. Das Wasser passt ja zu uns. Ja, nehmen wir mal einen Schluck. Und da fährt so richtig wunderbar im Abgang. Lieber Willi, was ist noch eine kurz gefasste Botschaft, die du noch unbedingt lachend in die Welt schicken möchtest? Ja, also Silvia, ganz spontan. Ich wünsche mir, dass die Männer von ab 60 bis unter 100, die Uhu-Generation, dass die ganz einfach mal mitlachen, Freude am Lach-Yoga haben. Und da fällt mir spontan das Wort ein, eine Lach-Emanzipation, wo in dem Wort Mann ja schon drin ist. Ja, interessant. Ja, das ist ein super Wort. Lach-Emanzipation. Ja, super. Immer als Frauenüberschuss beim Lach-Yoga. Warum da keine Männer so in meiner Generation? Mega schwierig. Sehr interessant. Also ein Aufruf. Ein lachender Aufruf. Finde ich klasse. Das ist auch typisch Lach-Yoga-mäßig. Das ist so neue Wortschöpfung und sowas. Und auch mutig voran neue Wege begehen. Ach, schön. Ja, jetzt sind wir am Ende der Folge angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses sehr interessante Gespräch und möchte dich bitten, lass uns noch mal zusammen mit den Hörern und Hörerinnen ganz herzlich lachen. Ja, danke, mich auch. Oder? Lieber Willi, heiter weiter. Das ist der Weg. Tschüss. Ja, herzlichen Dank dafür, dass du mitmachen konntest. Ja, super. Schön, dass du da warst. Tschüss. Ciao, tschüss. Möchtest du von meinem Podcast durch dein Jahr begleitet werden? Du kannst ihn kostenfrei abonnieren. Und wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, findest du Infos auf meiner Internetseite www.lachyoga-silvia-rössler.de. Silvia mit II vorne hinten und Rössler mit OESS. Ich wünsche dir ein herzliches Heiter weiter und freue mich auf unser Wiederlachen. Uhuhuhu.